Steckdosen in der Küche kann man gar nicht genug haben. Wir zeigen euch in dem Video ein paar Lösungen für Steckdosen im Arbeitsbereich. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenmus-Kanal. Steckdosen in der Küche kann man, wie gesagt, gar nicht genug haben. Und manchmal hat man sogar viel zu wenig Steckdosen, zum Beispiel, wenn man eine Kücheninsel hat. Wir zeigen euch heute ein paar Lösungen in dem schier unüberschaubaren Markt der Arbeitsplattensteckdosen. Steckdosen in der Arbeitsplatte haben grundsätzlich einen Nachteil. Sie sind in der Arbeitsplatte. Warum ist das ein Nachteil? Nun, das ist ganz einfach zu erklären. Immer wenn ich ein Loch in einer Arbeitsplatte schneide und etwas da drauf setze, dann habe ich eine zusätzliche Wischkante. Denn die allermeisten Steckdosen kann man nicht fleckenbündig integrieren. Das macht auch nicht so viel Sinn, weil wenn mal was umkippt, schwappt dann natürlich viel eher Wasser in die Steckdose oder die Flüssigkeit. Und wenn da ein Rand ist, ist diese Gefahr natürlich deutlich geringer. Aber ich habe, wie gesagt, eine zusätzliche Wischkante in der Küche bzw. auf der Arbeitsplatte. Und das ist natürlich auch nicht immer von Vorteil, weil ich Sachen vielleicht dahinstellen möchte und die wackeln dann. Und deswegen gibt es immer oder deswegen sollte euer Planer immer darauf achten, vielleicht auch eine andere Lösung zu finden. Manchmal kann man aber keine andere Lösung finden. Und wir zeigen euch jetzt ein paar Steckdosen, die auf die Arbeitsplatte gesetzt werden. Beginnen möchte ich mit diesem schmucken Element, das mich persönlich immer an Opas alten Aschenbecher erinnert, sowohl vom Geräusch her als auch von der Technik her. Ich habe nämlich in der Mitte einen Druckpunkt und wenn ich den drücke, dann löst sich ein Riegel und kann ich die Steckdose eben öffnen oder schließen. Das Element ist rund, es gibt das mit Steckdose und Steckdose, es gibt das auch mit Steckdose und USB-Steckdose. Und der Riesenvorteil von diesem Element ist, dass es nur eine Einbauhöhe von 4 cm hat, sprich es ist so dick wie eine normale Arbeitsplatte. Das heißt, ich bin von meiner Planung, die unten drunter ist, überhaupt nicht eingeschränkt und das ist ein Riesenunterschied zu den anderen Systemen, die ich euch jetzt zeige. Zum Beispiel haben wir hier ein Element zum Versenken mit 2-Euro-Steckdosen und einer Schuko-Steckdose. Auch hier gibt es unterschiedliche Varianten, zum Beispiel mit USB-Stecker. Der Unterschied zu der gerade gezeigten Variante ist der, dass sich das Element hier versenken lässt. Aber da, wo ich etwas versenke, kommt natürlich dann unterhalb der Arbeitsplatte auch was raus. Das heißt, ich bin vor meiner Planung schon wieder eingeschränkt und kann zum Beispiel in dem Bereich keine Schublade einsetzen, keinen Auszug einsetzen, denn wie ihr sehen könnt, braucht das Teil halt seinen Platz. Ein weiteres Versenkelement in der Arbeitsplatte ist dieses hier. Das gibt es mittlerweile auch mit Beleuchtung. Es hat auch hier einen USB-Anschluss. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das noch etwas voluminöser als das andere. Das heißt, hier bin ich noch mehr von Einschränkungen behindert, wenn ich das Teil versenke. Das heißt, die Planung auf der Rückseite der Insel ist doch davon ganz schön eingeschränkt. Und hier könnt ihr jetzt einmal genau sehen, wie viel Platz eigentlich diese Steckdose im Bereich unterhalb der Arbeitsplatte einnimmt. Eine viel bessere Variante in meinen Augen ist dabei, die Steckdose möglichst senkrecht einzusetzen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, sie in einer Wand einzusetzen, natürlich ganz normal klassisch an der Wand, oder wenn ihr einen Kochstellenabzug habt, dann habt ihr ja sowieso die obere Blende fix und da kann man mit dem Einsatz einer Steckdose dieser Blende auch eine tolle Funktion geben. Auch die Optik ist super und ich kann euch sagen, aus unserer eigenen Küche, wo wir auch so eine Steckdose verarbeitet haben, das ist richtig sinnvoll, damit kann man sehr gut arbeiten. Wie ihr ja mitgekriegt habt, ist in unseren Ausstellungen die Ausschnitte meistens, sind die Ausschnitte meistens rund ausgeführt. Es gibt aber auch eckige Systeme, wie zum Beispiel das Backflip von Evoline. Da dreht sich der ganze Korpus einmal um, wenn ihr auf den Deckel tippt und dann gucken die Steckdosen nach oben und ihr habt da eben zweifach Steckdose und einmal USB in verschiedenen Farben, schwarz, weiß, Glas oder auch in Betonoptik.
Ähnlich wie das Backflip ist auch der PowerFit K ein Steckdosenelement, das eckig in die Arbeitsseite eingesetzt wird, aber hier dreht sich das nicht komplett um, sondern es schwenkt nur ein bisschen hoch, sodass ihr bequem an drei Schuko-Steckdosen drankommt. Analog zu dem Twist, ihr erinnert euch an die alte Aschenbecher-Technik von meinem Opa, gibt es die Duplex Q und da könnt ihr tatsächlich, wenn ihr in der Mitte auf den Knopf drückt, den Deckel von den Steckdosen elektrisch drehen. Das heißt, ihr drückt nur in der Mitte drauf und dann dreht sich die Abdeckung unterhalb, sodass ihr nicht mehr mit der Hand drehen müsst. Beim Evoline Square habt ihr die Möglichkeit, euer Handy kabellos zu laden über Induktion. Es ist allerdings auch nur eine Schuko-Steckdose und ein USB-Port an diesem Element enthalten. Ein weiteres Element, um Steckdosen auf der Arbeitsseite mit zusätzlichen Wischkanten zu vermeiden, ist das System Alba, bei dem ihr die Steckdose in der Nische unterhalb der Hängeschränke anschraubt, beziehungsweise unsere Monteure schrauben das für euch an. Und dann habt ihr eine Steckdose im Arbeitsbereich, die aber den Arbeitsbereich nicht belastet. Außerdem gibt es noch immer Steckdosenelemente für den Nischenbereich, die senkrecht in der Ecke stehen. Die sind allerdings heutzutage nicht mehr so aktuell. Man kann sie gut benutzen als Abdeckung, auch wenn man zum Beispiel Glasnischenrückwände hat in komplexen Planungssituationen, weil die Glasnischenrückwand muss dann nicht bis in die Ecke laufen. Man kann dann zum Beispiel, wenn da ein kleines Rohr in der Ecke ist, das tatsächlich damit umgehen und trotzdem eine Glasnischenverkleidung bauen. Allerdings, wie gesagt, sind diese Systeme, die ihr in die Nische schrauben könnt, nicht mehr wirklich aktuell. Das war vor 20 oder 25 Jahren modern. Wie ihr seht, der Markt ist schier unüberschaubar. Es gibt jede Menge Lösungen und Möglichkeiten. Für jeden ist was dabei. Der eine mag das besser, der andere mag das besser. Ich, wie gesagt, empfehle euch grundsätzlich, versucht Steckdosen immer nur senkrecht einzubauen. Dann habt ihr keinen Platz und keine Ecken auf der Arbeitsfläche verbraucht. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach, da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss.